So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, mal ein ganz merkwürdiges Magazin auf meinem Kanal. Aber da ich ja immer beim Zeitschriftendealer bin und nicht weiß, was euch interessieren würde oder was euch gefällt, habe ich mir jetzt mal was ganz Neues mitgenommen. Das Pledo-Magazin. Ausgabe 2, 2018 für 3,99 Euro. Und warum? Da ist dreimal Knete drin. Man sagt zwar zu Geld oder Euros auch Knete, aber das ist die Knete zum Spielen. Blau, Rotton, Gelb. Und was da noch alles drin steckt in das Magazin, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Wie gesagt, ich weiß meistens nie, was ihr euch gerne für Magazine kauft. Deswegen habe ich jetzt das allererste Mal so ein Pledo-Magazin mal geholt. Vielleicht sind da draußen doch ein paar, die das interessiert. Und wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare oder lasst einen Daumen hoch da. Also wer das kennt, das ist ja die ganz normale Knete. Und oh, die gehen aber schwer auf. Ja, sie riecht auch so. Es ist wirklich Knete. Wie gesagt, drei verschiedene Farben. So ein Orangeton, Gelb und Blau. Und das ist das Magazin. Hinten ein toller Eiswagen. Auszuschneiden und zu basteln. Ist natürlich witzig, aber jetzt schauen wir mal in das Magazin rein. Weil wie gesagt, ich kenne es absolut gar nicht. Wenn ihr es kennt, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Oh, das sind also, wie man was für Farben zusammenstellt, was man mit Knete so alles herstellen kann, wenn man geschickt genug ist. Oh, Pizzastücke, auch witzig gemacht. Also das scheint ja doch ein Knetmagazin zu sein. Ja, Kreuzworträtsel, Spiele, was zum Basteln. Eine Eistüte, wenn ihr das ausschneidet. Aber es ist ziemlich dünn, würde ich behaupten. Wenn ihr sowas macht, klebt es auf Pappe, es ist dicker, aber jetzt nicht die ganz feste Pappe, so 80 Gramm Papier. Vielleicht auch maximal 120 Gramm Papier drauf kleben. Dann habt ihr doch besseren Griff. Aber, oh, Kreuzworträtsel. Kreuzworträtsel, Kreuzworträtsel, was zum Ausmalen. Steifmagazin, die gab es schon mal. Ja, das weiß ich, da habe ich sie alle angeboxt. Das ist aber schon was her, zwei Jahre bestimmt. Gelb. Hey. Wieder Kreuzworträtsel. Und das war es auch. Das ist der Eiswagen von vorne. Wenn ihr es ausschneidet, wie gesagt, ein Eiswagen aus Pappe. Das war's. Also wie gesagt, das war jetzt mal ein Test, wie das Pledo-Magazin bei euch ankommt, wie viel Interesse da dran haben. Das Pledo-Magazin Ausgabe 2 2018 für 3,99 Euro. Dreimal Knete dabei, orange, blau, gelb. Weiß ich nicht, ob es günstig ist, aber ihr werdet es wohl schon wissen. Ihr schreibt mir natürlich jetzt alles in die Kommentare, wie ihr das Magazin findet, was ihr davon haltet. Vielleicht sammelt ihr es auch oder gönnt es euch. Ganz egal was, schreibt es mir in die Kommentare. Das war jetzt mal wieder ein Infovideo über ein Magazin, was ich noch nie angeboxt habe. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.